In Kubas Hauptstadt Havanna werden die Flaggen nach dem Tod von Revolutionsführer Fidel Castro auf Halbmast gesetzt. Es herrscht eine neuntägige Staatstrauer. Viele Menschen können es kaum fassen, dass Castro im Alter von 90 Jahren gestorben ist, nachdem er die Geschicke des kommunistischen Karibikstaates fast ein halbes Jahrhundert lang lenkte. Als ich die Nachricht gehört habe, habe ich sofort große Trauer verspürt. Unser Kommandante war der Vater der Revolution von Beginn an. Er ist der Architekt der Revolution. Es gibt Leute, die niemals sterben. Auf die eine oder andere Weise behalten sie die Menschen in Erinnerung, in guter oder schlechter. Aber die Welt denkt immer an sie. Und Fidel ist einer dieser Männer. Jubelstimmung dagegen herrscht in Miami, im US-Bundesstaat Florida. Hier leben viele Exilkubaner, die aus ihrer kommunistischen Heimat geflohen sind. Einige der Menschen hier bezeichnen Fidel Castro als Tyrannen oder Diktator. Heute denke ich an die tausenden Kubaner, die vor der Küste von Florida von Haien gefressen worden sind, als sie versucht haben, aus Kuba ins Land der Freiheit zu fliehen. Ich bin heute glücklich, denn die Bestie, der Killer, ist in der Hölle. Der Tod von Fidel Castro sorgt weltweit für Schlagzeilen. In Russlands Hauptstadt Moskau legen Menschen Blumen vor der kubanischen Botschaft nieder. Auch Staats- und Regierungschefs aus aller Welt würdigen die historische Rolle Fidel Castros. Viele äußern dabei auch Kritik.